Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Dark Hollow. Das Spiel ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Es ist 2020 erschienen, am 1. Oktober. Und es wurde entwickelt von der Molasses Float und ist gepublished worden von CD Projekt Red. Die einen oder anderen kennen ja CD Projekt Red. Von The Witcher, verschiedene Sachen. Hier, ich habe das Spiel bei mir in der Steam-Bibliothek und ich habe jetzt ein bisschen durchgeschaut, als was würde ich gerne als nächstes zocken mit euch und bin dann hier bei Dark Hollow hängen geblieben. Es schaut super interessant aus. Ich habe noch keine Minute gespielt. Es ist ein Open-World-Survival Indie-Game-Abenteuerspiel. Es hat eine Sandbox. Ich habe einfach mal einen Charakter jetzt off-camera. Ich wollte Soundeinstellungen, alles Mögliche erstmal testen. Wie das mit der Abmischung ist, etc. Ich habe mir diesmal einen weiblichen Charakter erstellt. Ja, ich möchte nichts Dings. Optionen habe ich. Bisschen Sound runtergeschraubt, Grafik. Ja, was man halt so macht vorher. Ich würde gerne ein neues Spiel. Man kann Sandbox, dann kann man wahrscheinlich hauptsächlich bauen oder sich auf das Craften fokussieren. So wie ich das verstanden habe, gibt es irgendwie einen Basenbau. Also wir müssen irgendwie eine Defense aufbauen oder eine Base aufbauen und können dann immer kleine Raids starten und Ressourcen gathern. Viel mehr weiß ich gar nicht über das Spiel. Ich hatte mir dann nur, nachdem ich es in meiner Bibliothek gefunden habe oder gesehen habe und irgendwie Bock drauf hatte, mir auf Steam halt den Trailer angeschaut. Es schaut super interessant aus. Keine Ahnung, wie lange es uns an der Stange hält. Keine Ahnung. Es kann sein, dass wir wirklich nur eine Handvoll Folgen machen und dann es wieder auf die Seite legen. Mein Ziel ist natürlich jetzt erstmal hier mit euch die Kampagne zu spielen. Es gibt super viele Einstellungen. Hier unten, das sind dann eher strategische, auch wenn ich jetzt hier eher Schwerpunkt auf Basenbau oder auf Kämpfen legen möchte, Iron Mode, wahrscheinlich eher so Hardcore-Modus, kreativ, kompetitiv. Und hier kann man sogar dann noch alles nochmal selber einstellen. Ah, permanent. Ja, kann man sogar Hard-Mode spielen, Hardcore-Modus spielen. Da ich absolut keine Erfahrung in dem Spiel habe, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wie das mit dem Ressourcen-Gathern ist, mit der Basenbau etc. pp. Würde ich gerne einfach mal die Standarderfahrung, so wie es die Entwickler sich das Spiel vorgestellt haben, mit euch erleben. Und wir starten einfach mal ins Game rein. Okay, wir können uns schon bewegen. Springen geht. Ja, andere Sachen haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay. Ich würde sogar noch ein Tucken. Ein Tucken die Musik ein bisschen leiser machen. Schallert ein bisschen sehr im Ohr. So, ein Rabe. Ja. Kennt man aus Valhalla. Ich habe einen anderen Weg für dich, okay. Aha.
Kann man hier was machen? Eher nicht. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es jetzt hier keine Sprachausgabe, aber ich habe natürlich für uns das Ganze auf Deutsch eingestellt. Also wir haben deutsche Textboxen. Mal schauen, wie die Übersetzung ist. Oder die Frage, findet man hier was, wenn man hier ein bisschen versucht zu erkunden? Ja, wir können uns halt noch nicht wehren. Wir haben keine Waffen. Ja, man muss ja erstmal testen. Okay, hier gibt es unsichtbare Wände. Okay, das ist so Tutorial-Gebiet. Weiße Krähe. Kindisch. Ich wurde geschickt, um jemanden zu finden und ich denke, du bist die richtige Wahl. Du fragst dich, was es mit der Tür auf sich hat und hat, auf der ich sitze. Du musst hindurchgehen. Streng genommen ist es nicht nur irgendeine. Ich habe hier ein bisschen gekleckert, sehe ich gerade. Okay. Ich kann hier nichts dazu zwingen. Du musst es aus freien Stücken tun, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich schnell entscheiden würdest. In meinem Kopf wird es immer nebeliger. Je länger ich auf dieser Stelle, auf dieser Seite bin, ich kann nicht mehr lange hier bleiben. Ich muss dich warnen, es könnte eine Reise ohne Wiederkehr werden. Und niemanden kann sagen, wann du zurückkehren kannst. Und es wird gefährlich werden. Hast du Lust, ein Abenteuer? Auf ein Abenteuer, dann tritt ein. Also es ist so, dass wir hier ja ein Charakter sind und in eine andere Welt gelangen. Und es ist so ein bisschen so auch die Matrix-Sache, ne? Rote oder blaue Kapsel. Und du bist Teil der Matrix, ne? So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, aber ja, theoretisch könnten wir hier. Aha, jetzt können wir hier looten. Die Frage, ob es dann ein Limit gibt oder ob es Gewichtsbegrenzungen gibt. Okay, erstmal looten, weil das scheint ja irgendwie Nahrung zu sein. Vielleicht kann man sich auch damit heilen. Die zwei will ich da hinten auch noch haben. Aha, jetzt ist hier der Weg gesperrt, also wir können hier nicht mehr zurück. Hier scheint, oder hier war mal ein Haus. Kamin. Kann man jetzt hier irgendwie abseits was finden? Das interessiert mich ja immer auch ein bisschen am meisten hier, so ein bisschen in die Ecken zu looken und zu schauen, ob man hier irgendwas findet. Kann auch sein, dass Pilze eine normale, ja, eine Ressource ist. Okay. Aha, hier ist unser, die weiße Krähe. Oh, du hast es geschafft. Schon viel besser. Mein Kopf war schon schrecklich vernebelt. Nicht für ungut, aber ich hasse es, herüberzugehen. Also er scheint so zwischen den Welten oder zwischen den Welten zu, ja, zu laufen und dann, ja, Leute zu werben für die Sache, die es hier zu erledigen gibt. Wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob du mitkommen würdest. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren. Selbst die ist dieser Tage Mangelware. Okay, also scheint sehr düster hier zu sein. Passt zum Titel, ne? Dark Hollow. Willkommen im Hollow der Düsterwelt. Ich fürchte, hier sah es schon mal besser aus. Weshalb bist du auch hier irgendwie? Folge mir und ich erkläre dir alles. Okay, er nimmt uns so ein bisschen an die Hand und
das hatte ich schon rausbekommen. Hier mit linken Stick drücken können wir sprinten. Aha, okay. Achso, mit B können wir dashen. Schon mal gut. Kommt dann auf die Fights an. Okay, RT ist schlagen. Und der Rest ist noch nicht freigeschaltet. Hier ist Menü. Und hier ist die... Ach, hier ist eine Karte. Okay, okay. Okay, ich glaube, das werden wir dann immer Stück für Stück erkunden. Ich will mal kurz nur ins Inventar schauen, was hier so abgeht. Okay, wir haben ein Inventar. Wir haben ein Inventar, also Plätze. Also wir können nur eine begrenzte Anzahl an Sachen tragen. Vielleicht können wir dann in der Basis, können wir dann sicher auch Sachen verlagern. Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Kuriositäten. Okay, Kristalle. Crafting Materials. Verpflegung, das ist doch Nahrung, also können wir uns vielleicht auch heilen, wirkt jetzt so, ne, ablegen, okay. Samen, okay, wir können dann wahrscheinlich, ja, in der Basis dann craften oder anbauen. Rechts oben haben wir dann auch irgendwie Materialien wie Holz, Steine, Ziegel, Stoff, Dosen, Strom, keine Ahnung, irgendwelche Ressourcen, Lager. Ah, okay, es gibt ein, ja, ein Lagersystem. Es gibt dann, ja, das hatte ich im Trailer gesehen, man kann dann, ja, das ist so, was man sich dann freischaltet, die einzelnen Stufen. Und das kann man dann craften und dann kann man in seiner Base irgendwie Sachen bauen. Also wir können hier einen Kessel bauen, ein Bett und Püppchen ist für... Materialien. Ein zerbrechliches Püppchen, nicht für die Ewigkeit geschaffen, aber mit einer Ragora eine einige Freude, bevor es in einem Einzelteile zerfällt. Bietet Unterhaltung. Also Unterhaltung. Okay. Bietet Schlaf und das bietet Nahrung wahrscheinlich, ne? Essen. Einige verdorbene Vorräte, damit die gegessen werden. Ja, okay, zum Kochen. Und hier können wir dann mehr andere Tiers freischalten oder neue Optionen fürs Bauen. Ja, okay, das wird uns wahrscheinlich dann alles gesagt. Wir haben einen Questlog. Wir können uns dann umziehen. Vielleicht kann man dann auch im Laufe der Story hier neue Sachen freischalten. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, einen Helm oder eine Rüstung. Keine Ahnung, ja. Ob das dann Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Ah, hier gibt es dann sowas wie ein Skilltree. Können wir dann Einhandschaden, Zweihandschaden, also zu Einhand, Zweihandwaffen. Okay, dann können wir ein bisschen skillen. Wir kriegen für wahrscheinlich für Kills irgendwie EP und Informationen. Ah, okay, das ist so unsere, ja, unsere aktuelle Übersicht. Gut. Haben wir hier was? Ja, okay, springen hatte ich schon rausbekommen. Ich dachte hier, ich kann hier irgendwie die Reifen, Plastik oder irgendwie so abbauen. Aber wirkt jetzt nicht so. So, ich habe dich auf Wunsch einer alten Freundin hergeholt. Sie kam vor langer Zeit auch von dieser Seite herüber. Okay, das heißt, er hat... Ja, er versucht halt immer wieder Leute hier reinzuziehen und wahrscheinlich, wenn du stirbst, ist dann so ein bisschen so, ja, dann kommt der Nächste, aber in Wirklichkeit sind wir dann immer der Gleiche, ne, aber gut. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn du es direkt von ihr erfährst. Sie hat mir diese Notiz gegeben, okay. Notiz. Ich weiß, also von der weißen Krähe. Ist das jetzt er oder sie? Oder an die weiße Krähe? Okay, ich weiß, wie ich dir und den Dragoran helfen kann. Du musst einen Krieger finden, der mental und körperlich stark und empfänglich gegenüber Tieren ist. Sie suchen nach so jemanden, wenn die Hecke dünn ist. Hecke dünn? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Übersetzungs... Fehler ist oder
Wenn die Hecke dünn ist. Ja, vielleicht wenn die günstig ist, zwischen den Welten hin und her zu reisen, ne? Sorge dafür, dass diese Person beendet, was ich nicht zu vollbringen vermochte. Die Person muss mit den Dragora zusammenarbeiten, um stärker zu werden, um nach einigen Spuren suchen, die vor den Richtern verborgen sind. Findest du jemanden, das ist der einzige Weg, um den Hollow zu retten. Mit vielen lieben Grüßen, Sarah Uwe. Okay. Also sie hat das an ihn geschrieben, an die Krähe, okay. Und hier sind wir nun. Du hast diese jugendliche Tatendrang, den wir hier brauchen. Die Hecke war nun mal etwas dünn. Und wie diese Unterhaltung zeigt, hast du anscheinend die Gabe des Tierflüsterns. Komm schon, ich möchte, dass du etwas ausprobierst. Und es gibt da ein paar Leute, die du treffen solltest. Dann wahrscheinlich die Dragona. Okay, das ist dann nochmal die Meldung. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt hier runtergehen kann. Okay, kann ich nicht einsammeln. Laufen wir mal weiter. Ja, ich schätze mal, dass am Anfang so ein bisschen der Tutorial-Bereich ist, wo man auch, was relativ linear ist, einfach um mal ein bisschen reinzukommen, die grundlegenden Mechaniken des Spiels zu erklären. Ja, ich würde gerne oben schauen, ob hier oben was ist. Ne, wirkt jetzt nicht so. Kann ich hier unten rein? Ja. Ich eigentlich hier so. Aha, okay, es geht. Oh, Nahkampfwaffe. Okay. War jetzt eher Zufall. Ich dachte, ja, man in Valhalla konnte man ja auch mit der Faust zumindest kleinere Bäume kaputt machen. Ah, ich will einfach nur schon mal ein paar Mats mit runternehmen, weil wir müssen sicher gleich irgendwie was bauen oder craften oder whatever. Und dann ist es immer gut, man hat schon ein paar Ressourcen. Mich würde interessieren, ob ich hier das... Nein, okay, das geht nicht. Gut. Gibt's Fallschaden? Wahrscheinlich noch nicht hoch genug. Wahrscheinlich, ja, muss man dann schauen, ob es Fallschaden gibt. So, was ist hier? Jetzt haben wir einen schönen Spaziergang in der Natur, aber die Arbeit erwartet uns schon. Naja, ob der so schön war? Ich habe eine Theorie über dich, die ich testen möchte. Ich möchte wissen, ob ich wirklich die richtige Person dafür ausgewählt habe. Ich glaube, in dir steckt mehr, als dir bewusst ist. Okay. Aber sie selbst. Der Kristallhaufen dort geht zu ihm. Stimme deinen Geist darauf ein, die Kristalle zu erwecken und schau zu, was passiert. Okay. Kann ich hier eigentlich irgendwie? Aha. Weil dahinter ist irgendwas. Ach. Genauso sind auf Dashen gekommen. Achso, okay. Eine unsichtbare Wand hat so ausgeschaltet, als könnte man dann da hingehen. Wurde ich ausgetrickst? So. Nur zu. Stimme dich ein. Stell dir vor, wie Energie durch die Kristalle fließt. Okay.
Okay, die ersten EP haben wir bekommen. Okay, wir sollen nun die kleinen Viecher verteidigen. So, wo ist der hin? So. Dann kann man... Ja, okay, man kann auch anvisieren. Verkettete Angriffe, um Kombos zu generieren. Ah. Halte, um einen mächtigen... Ah, okay, man kann... Normales Antippen ist halt leichter Angriff und wenn wir den ja, RT halten, dann können wir quasi einen starken Angriff machen. Ja, das hatte ich schon rausbekommen, dass wir mit dem rechten Stick die Gegner anvisieren können. Ausweichen. Ah, LB kann man blocken, okay. Okay, wenn man dann auch das richtige Zeitfenster hat zum Blocken, dann kann man auch parryen. Parryen ist meistens eine bessere, oder wenn man das mit dem Parryen drauf hat, ist meistens immer so ein bisschen frame-abhängig. Dann, und man schlägt dann zu, indem der andere gestunt ist, macht man dann meistens mehr Schaden, Crit-Schaden, es kommt dann immer ein bisschen drauf an. So, nächste. Manche Angriffe kannst du nicht blocken. Ah, wenn das Schild zerbricht, dann ist es ein Angriff, der nicht geparried werden kann. Wie komme ich jetzt hier weg? Achso, okay. Nägel haben die fallen lassen. Da ist die Frage, ob jetzt hier noch wer ist. Wahrscheinlich nicht. So, hier sind auch Bären, okay. Wie gesagt, erstmal looten. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nee. Depot. Aha, okay, hier ist ein Lager. Okay, das könnte unser erster Baseplatz werden. Mal schauen, was er hier zu sagen hat. Erstmal hier looten. Was ist das hier? Aha. Ist auch die Frage, jetzt wachsen so Sachen wie Holz, wächst das nach oder ist das dann nur eine einmalige Ressource, ne? Schauen wir mal, okay. Reden wir mal mit ihm. Du hast unsere geschätzten Verbündeten, die Dragora, getroffen und einen Rudel unbändig bezwungen. Unbändige, ah, das sind wahrscheinlich die Monster oder die Gegner. Gar nicht mal so übel. Ja, die Dreier sind gesellige Kerlchen, sanfte Wesen, die es leider sehr schwer gehabt haben. Sie sind nicht mehr die sie mal waren. Eindringlinge, dieser Richter aus der Notiz. Sie haben ein wahres Chaos angerichtet. Deshalb sind die da etwas misstrauischer gegenüber Neuankömmlingen mit einem Hang zum Handgreiflichkeiten. Okay. Du wirst ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn du ihr Vertrauen erlangen willst. Die Drachen sind ganz schön hungrig und durstig, da sie so lange im Winterschlaf waren. Leider ist das Land nicht zu gebrauchen. Alles, was du aus dem Boden
kommt, ist faulig und damit ungenießbar. Du brauchst etwas, damit du die Nahrung reinigen kannst, damit sie etwas zu essen haben. Ja, das haben wir schon gesehen, den Topf, das Bett und irgendwie eine Puppe, ne? Du siehst, Gott sei Dank, aus, als könntest du kräftig mit anpacken. Erinnerst du dich noch an die Sache mit den Einstimmen, mit den Kristallen? Ganz genau, das ist deine Gabe. Mit ein bisschen Konzentration kannst du den Dragon mitteilen, was du brauchst, dann brauchst du gebaut haben möchtest, und schon werken sie los und schon werden sie loslegen. Also ich beauftrage die und die bearbeiten dann meine Siedlung. Ich selber kann das gar nicht bauen. Sammle etwas Holz und baue einen reinigenden Kessel. Komm wieder zu mir, wenn er fertig ist, und ich verrate dir, wie man ihn benutzt. Hier nimm ein paar Leuchtsteinsplitter, die wirst du für den Kessel brauchen. Außerdem diese Heilsalbe, es ist die einzige, die ich habe. Aber wenn du mit diesem Grundzern fertig werden willst, wirst du sie brauchen. Du wirst schon bald genug herausfinden, wie du mehr davon herstellst, falls du sie verbrauchst. Okay. So, Ressourcen haben wir ja schon gesammelt. Baumenü. Die Frage, wie können wir hier bauen? Aha, es gibt hier so auch so einen Questlog, kann man nachschauen. Aha, mit Y komme ich da rein. Gebäude auswählen, ja. Okay, ich kann das drehen. Ich stelle den jetzt hier einfach mal neben das Lager. Platzieren mit X. Okay. So. Halten. Achso, dann kann ich das. Achso, ich muss erst den Baum fällen. Hatten wir ja schon gemacht. Den großen würde ich erstmal stehen lassen. Okay, die arbeiten oder die bauen quasi. Ich kann nur das beauftragen und machen. Ja, hatten wir schon. Ich will hier noch die Beeren einsammeln, weil wir müssen sicher gleich Essen kochen. Was ist das hier? Na, wir brauchen wahrscheinlich auch Feuerholz. Ist jetzt einfach nur so, ein paar Ressourcen noch einsammeln. So, Fünkchen. Okay. Fünkchen verleihen dir die zum Bau von Kuriositäten und lagerverbesserten nötigen Magien. Okay. Interagiere mit den Dragora, um Fünkchen zu sammeln. Aha, die produzieren Fünkchen quasi. Nutze Untersuchungen, um zu sehen, wie viele jede Dragora besitzen. Den Namen sollte ich mir ein bisschen merken, ne? Kommt ein bisschen oft vor. Zufriedene Dragora produzieren mehr Fünkchen. Je mehr Dragon du in einem Dorf hast, desto mehr davon kannst du einsammeln. Ah, okay, die produzieren quasi. Achso, ja genau, wir haben hier den. Okay. Reden wir erstmal hier mit der Krähe. Wir haben ja den Topf aufgebaut. Gute Arbeit, ich wusste, dass du es drauf hast. Und nun zum wichtigen Punkt, nämlich der Benutzung des Kessels. Du wirst diese Insel auf ein paar Dinge absuchen müssen. Trinkpäckchen und
Fluchtbären. Besorge mindestens jeweils 4 davon. Geh zum Kessel und wirf sie hinein. Okay. Ja, okay, das ist so klassisch Ding. Vorräte sammeln. Ja, das sind hier. Trinkpäckchen. Das ist die Frage, wo finden wir jetzt hier Trinkpäckchen, ne? Aha, okay, das Wasser sollten wir quasi benutze eine Äther-Schutzzauber oder Äther-Wegpunkt in einer. Das war jetzt zu kurz da. Okay, das sind so eher Loot-Container. Okay, man sollte aufpassen, nicht zu nah an dem Zeug. Schau mal, ob hier oben irgendwas ist. Hier ist ein Haus, Villa oder. Erstmal außen. Hier war ein Trinkpäckchen drin. 3 sogar. Ich das auch. Also ich kann eher nur Kisten zerschlagen. Okay, Fenster. Kommen wir dann auch durchs Fenster? Ja, okay, könnte man theoretisch. Hier ist noch eine Nachricht. Eine Aufzeichnung zur Grenzüberschreitung. Hiermit bezeuge ich die Ereignisse, welche die guten Leute unserer kleinen Stadt heimgesucht haben. Ich, der edle Mason, rechtmäßig ernannter Vorsteller der Anhörungsgericht, habe gehandelt, um den bösen Einfluss der unsichtbaren Welt auf unsere Bürger ein Ende zu setzen. Und in diesem Zuge stieß ich auf Hexenwerk der übelsten Sorte. Okay. Ja, ich will noch einmal kurz nach oben schauen und dann gehen wir runter zur Krähe. Und ich glaube, es wird hier. Okay, man kann quasi dann. Okay, ich glaube, das sind dann hier auch so die Sachen, die man dann looten muss. Wo man dann so Loot-Ausflüge macht, indem man hier die Karte erkundet. Okay. So, wir haben Päckchen und Bären. So, die packen wir jetzt mal hier in den Topf rein. Kessel einlagern. Ist wahrscheinlich. Klumet gefunden, Holzfäller. Also sie sind Holzfäller oder er ist Holzfäller. Vor Dragoner, vor also da geht es jetzt darum, dass man quasi deren Wohlbefinden. 12 ist wahrscheinlich Nahrung, Essen, dann Wasser. Sie haben kein Wasser, also nichts zum Trinken und ihr Zustand. Ja, Wohlbefinden, Glück oder so nach mit 5. Nahrung, Wasser, Unterhaltung. Ja, stimmt, wir hatten ja die Punkte. Gelagerte Mengen. Achso, das ist das, was ich eingelagert habe und sie verbrauchen dann diese Ressource.
Du stellst mehr her, als du brauchst. Okay, wenn die Pfeile nach oben gehen, nach unten, wenn ich das nicht habe. Und wenn ich genau auf Point bin, dann ist es quasi ein Kreis. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Unterhaltung. Achso, mit Einlagern habe ich die Sachen in den Kessel gegeben und die werden dann produziert. Okay. So, mal sehen, was er zu sagen hat. Die Dragora waren nicht immer so. Ihre Herzen sind dieselben Geliebten, aber ihr Verstand hat sich verändert. Seit die Richter herkamen und die Magie hier ihrem Willen beugten. Mit dieser Hilfe können wir die Dragon wieder zu den fröhlichen Wesen machen, die sie waren, und dich nach Hause bringen, sobald sie ihre Magie zurückerlangt haben. Aber bevor wir uns daran machen, die Welt zu retten, erfüllen wir besser erstmal die Grundbedürfnisse. Ja. Wahrscheinlich schlafen und Unterhaltung, Spielzeug. Die Dragora brauchen nicht nur Nahrung und Wasser, sie benötigen auch einen Schlafplatz. Außerdem können sie die kleinen Kerlchen wortwörtlich an Langeweile sterben. Wie es aussieht, bist du ziemlich clever. Ich denke, du kannst ihnen mit dem Schlafplatz und der Unterhaltung helfen. Warum versuchst du nicht mal, den Drago ein paar Laubblätter und Püppchen zu bauen? Alles, was die Laubblätter haben. Ja, okay, das. Bau ein Bettchen, ich baue die mal jetzt hier. Ja. Ja, das war schon. Okay, jetzt ist das hier auch freigeschaltet. Ah, okay, man braucht Blaupausen und das ist hier. Dafür brauche ich Funktion, die Ressource, die hier die Dinger haben. Kann ich die hier abbauen oder bekomme ich die von denen? Turo, alter Kleinkind, Energiekristall, Pyranit, okay, Glück, zusätzliche Gegenstandsbeute, Gesundheit, Stärkung erhalten, auswählen. Aha, okay, jetzt habe ich den quasi. Was macht der hier? Glumet. Alter Kleinkind, Energie, Jade. Okay, er ist Holzfäller. Kritische Umgebung, 30% kritische Umgebung. Chance auf kritische Treffer gegen Bäume und Dornen. Glück entfernen. Das ist. Ach so, ich habe jetzt quasi den Buff. Sehe ich das irgendwo? Ach so, das sind unsere Gebäude. Okay, verstehe ich. Ich habe jetzt aber quasi den Glücksbuff für mehr Loot habe ich quasi aktiviert. Okay. Wir brauchen Blaupausen. Ja, Blaupause hätte ich gerne in dem Haus versucht zu finden.
Oh, ein Bogen. 4 Pfeile, okay. Jetzt die Frage, wo findet man so Blaupausen? Sind das dann fixe Spots oder... keine Ahnung, ich sage jetzt mal Bücherregal, da findet man eher Blaupausen oder gibt es sowas wie Werkbänke, wo man dann solche Sachen findet? Wir werden es herausbekommen. So, hier sind wir rein, hier war nichts. Schauen wir mal hier. Nein. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob hier oben noch was war oder ist. Ah, okay, wenn ich hier halte, dann kann ich... Okay, es gibt eine Haltbarkeit, das heißt, wenn man kann dann vielleicht die Sachen reparieren, wenn man gute Sachen hat. Okay, dann werden wir erstmal hier den Stock verbrauchen. Und falls wir irgendwie in den Fight kommen, dann lieber die guten Sachen aufbewahren. Also dann... Okay. Okay, es war eher Zufall, dass wir jetzt das hier gefunden haben. Hier drüben würde ich gerne hin. Ach, schade, ich dachte, es gibt... Ja, es, vielleicht lernen wir das noch, aber... Es, Doppelsprung. Hier drüben auf dem Vordach war auf jeden Fall was. Also es war sogar noch einer hinter uns, war das okay. So, und Besen. Ja, okay, das belohnt schon, dass das hier erkunden ist. Die Frage, ob man jetzt hier noch weiter raufkommt. Aber eine Blaupause. Achso. Eine Blaupause haben wir noch nicht gefunden. Aber wir haben Ressourcen, wir können Betten bauen. Ich würde das jetzt hier erstmal ja ein bisschen aneinander bauen, dass wir, falls wir verteidigen, dass wir dann ja jetzt nicht so ein, ich weiß jetzt nicht, wie das dann mit dem Verteidigen funktionieren wird. So, Bettchen. Setz die jetzt hier mal her. Einfach nebeneinander. Kann man die? Ja. 2 Stück brauchen wir, ne? So. Und 2 Püppchen. Die setzen wir jetzt hier mal unten drunter. Okay, dann brauchen wir wieder Fünkchen. Keine Ahnung, ob wir die hier automatisch generieren oder ob wir die ernten müssen. Ach so, wenn ich die anquatsche, dann geben die mir das. Okay, dann lassen wir mal das Glück. Vielleicht... Achso, jetzt haben wir ja genug. Wir müssen die quasi anquatschen. Ich dachte eher, dass wir sie streicheln, Rohrkolben. Ja, kriegt man das jetzt von Bäumen oder haben wir das als Loot bekommen? Wo war die Villa? Die Villa war da. Dann gehen wir mal woanders hin. Kann man hier irgendwas? Nein. Oh, hier gibt's auch. Wer bist du? Handeln. Elster. Diebische Elster, okay. Hallo und willkommen in der Welt voller Wunder. Elsters Imperium. Wenn du glänzende Objekte hast,
Aha, okay. Wenn wir so punktete Sachen haben, können wir die dann hier eintauschen. Bitte sieh dich um. Ja, glänzende Objekte in. Ja. Ah, so, hier in der Mitte haben wir dann quasi eine Währung, 24, keine Ahnung. Und dann können wir, okay, wir können Stoff, Steine und so Sachen kaufen. Würde mich mal interessieren, ob wir den komischen Rohrdingspunkt bekommen. Nee. Ja, ist die Frage, ne? Rohrkolben. Ja, ich würde jetzt erstmal nichts verkaufen. Das wird man dann wahrscheinlich mit der Zeit wissen, wie viel oder welche Ressourcen sind wichtig und welche Ressourcen kann man verkaufen, die man dann eh en masse hat. So, schauen wir mal hier hoch. Was ich mich halt frage, ob die Ressourcen, ja, nachwachsen. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Ja, okay. Von hier sind wir gekommen. Hier war die. Ne, hier drüben waren wir noch nicht. Ah, das ist, glaube ich. Ah, okay. Am Wasser findet man das. Ich würde gleich gerne noch ein paar Sachen. Falls, ja, es wirkt jetzt nicht so, als wäre hier noch. Kann ich einen großen? Ja, kann ich auch. Okay. Ich glaube, ich würde erstmal hier die Insel abholzen und dann sehen wir ja, ob diese Ressourcen nachwachsen, ob sie endlich sind, ne? Hier ist noch ein Baum. Dann werde ich auch da vorne die Birkenbäume noch mitnehmen. Wirkt so auf jeden Fall. Werde ich auch gleich mal schauen, wie hoch man ja so Sachen wie Holz stecken kann. Oder ob man das dann unendlich, sobald man nur einen Stack hat, kann man dann unendlich den befüllen. Glaube ich zwar nicht, aber theoretisch. So, bauen wir mal noch die zweite Püppchen dahin. So. Ah, okay, sie regenerieren dann auch Leben. Ja, es ist dann schon so ein bisschen so Tamagotchi-Style, ne? Dass ich mich darum kümmern muss, sie anquatschen und dann. Sieh mal einer an, sie werden so schnell erwachsen. Also, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind die Vorräte auf dieser Insel etwas begrenzt. So was jetzt diese Situation angeht, wie du bestimmt schon bemerkt hast, bist du auf dieser Insel mehr oder weniger gefangen. Aber keine Angst, wie du dir schon denken kannst, ist das nichts, was sich nicht beheben ließe. Wie bei den meisten Problemen in Hollow kannst du dir einen Ausweg bauen. Okay, wir müssen dann uns quasi von Dings zu Dings bauen, craften. Nimm diese Blaupause. Mit ihr kannst du die uralten und geheime Kunst des Bauens einer Kuriositätenwerkstatt erlernen. Los doch, bau sie schon, wenn du jemals wieder von hier weg willst, bleibt dir sowieso nichts anderes übrig. Okay, von ihm kriegten wir die Bauerpause. Ich dachte, wir müssen die jetzt irgendwie finden, aber ja, wie gesagt, am Anfang sind die Tutorials ja gerne sehr linear.
Einfach damit. So. Freischalten und dann bauen wir mal. Ja, bauen wir das einfach mal hier auf die andere Seite. So, dass ich hier noch durchlaufen kann im Notfall. Ich räume mal so ein bisschen Inventar auf. Wir haben jetzt noch nicht das. Ich will dann einfach mal schauen, ob die Leute, ob die da, ob ich dann aus automatisch auch aus dem Lager bauen kann. Oder ob ich das dann immer am Mann haben muss. Grobisch. Also das sind hier so Holzschläger. Stuhlblein. Ja. So, was kann ich jetzt hier machen? Erhalten. Einfache Kuriositätenwerkstatt. Kuriositäten herstellen. Die einfache Kuriositätenwerkstatt wird zum Erforschen und zur Entwicklung neuer Kuriositäten verwendet. Okay, das sind Kuriositäten, sind quasi die Forschungen, die ich dann ja bekomme. Sobald du hier einen Bauplan freigeschaltet hast, kannst du über das Baumenü jederzeit und überall davon herstellen, okay. Ein mächtiger Schutzzauber, der von der üblen Effekten des Äthers schützt. Ah, hier kann ich auch so eine Salbe herstellen. Ah, okay. Es gibt sowas wie Schnellreisesystem, würde ich dann mal vermuten. Ja, ist die Frage, ob ich jetzt hier wirklich was verkraften muss oder soll. Achso, es soll einen Schutzzauber herstellen, okay. Dann stellen wir mal so einen Äther-Schutzzauber her. Ah, okay, man bekommt dann automatisch 3 und kann ich dann hier... Ah, okay. Hier kann ich dann zwischen den Sachen hin und her wechseln. Ich hatte ja gleich so ein gutes Gefühl bei dir. Tut mir leid, dass ich dich in all das mit hineingezogen ziehe, aber die Lage ist ziemlich ernst. Es gibt immer noch Dragora da draußen, die deine Hilfe brauchen. Klettere den Leuchtturm im Norden hoch und schaue dich um. Halte auf dem Weg dorthin die Augen nach Dragora im Winterschlaf offen und schnapp dir jede Blaupause, die du finden kannst. Ja, okay, Loot versuchen wir natürlich nicht liegen zu lassen. Komm wieder her, wenn du die Gegend ein bisschen erkundet hast. Okay. So, da hoch müssen wir oder sollen wir laufen. Machen wir uns mal auf den Weg. Kann ich hier irgendwie... Nee. So. Ach, komme ich darüber nur, indem ich den Trank verwende? Das kann natürlich sein. Weil es wirkt jetzt nicht so, als gäbe es hier einen Weg. Erstmal Loot einsammeln. Nutzen, wie kann ich den nutzen? Ablegen, auswählen. Ich würde das gerne auswählen. Okay.
Nee. Achso, mit RB. Ja, okay. Falsche Taste. Ah, okay. Wenn das hier so leuchtet, dann kann ich hier durchlaufen. Plumland. Okay, wir werden hier attacked. Umgang mit Äther. Äther verbreitet sich und bedeckt Inseln. Er strömt vorzugs Versorgungsnetze, wenn er nicht beseitigt wird. Okay, er kommt dann immer wieder und man kann den dann reinigen. Wenn man gewisse Sachen, kann man den wahrscheinlich dann auch für ganz reinigen. Und kann ich das hier auch zerstören? Ja. Ätherstufe 8. Müssen wir gleich nochmal schauen, ob wir das dann reduzieren oder... Okay, ich will nicht den da unten fighten. Der soll mal rauskommen aus dem Shit. Kann auch sein, dass man eine gewisse Anzahl von Sachen hier zerstören muss von diesen Äther-Sachen und dann quasi die Sachen runter. Ich würde es hier auch gerne mal zerstören, einfach zu schauen, ob dann die Stufe sinkt oder steigt. Ah, okay, wir sind jetzt von 8 auf 7, von 8 auf 7. Ich stand zu weit drin, dann wurde ich hier vom Äther gedamaged. Okay, okay. Laufen wir mal weiter hoch. Oh, hier unten ist wer. Okay. Das habe ich aber gesehen. Okay, Steine. Es wird wahrscheinlich sein, dass so die Inseln dann verschiedene Biome sind und man bekommt dann wahrscheinlich gewisse Ressourcen dann nur in speziellen Biomen. Ne? Aufpassen, dass wir hier nicht reinlaufen. So, wer ist das? Aha, hier ist ein Dude, ein Dragoner. Okay, kann ich den auch... Ah. War ich zu schnell beim Klicken, aber ist okay. So, Biplur gefunden, Vampir. Die Frage ist für mich ja auch, ob man die Sachen dann umbenennen kann. Es hatte jetzt nicht den Einschein, als könnte man diese, ja, die Dragoner irgendwie umbenennen. Aber das wäre natürlich noch ein nice Gimmick, würde ich mal sagen. So. Hier gibt es wieder Steine, oder? Ja. So, gehen wir mal hier rein. Mal sehen, was hier drin ist. Oh. Eine Tasche. Hier ist sogar noch eine Tasche und ein Zettel an der Wand. Notiz. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde, aber ich weiß, wer ich war. Mein Name ist Sarah Ho. Achso, das ist hier sie, die ja die Krähe beauftragt hat. Meine angehende Wehmutter, Tochter und Schwester. Ich war meinen Herren treu ergeben. Ich werde hier meine Lieblingsgeschichte so schlicht wie möglich wiedergeben. Für jeden, der
sie finden mag. Ich schreibe, damit ich nicht in den Glauben komme, mein altes Leben sei ein Traum gewesen. Ich schwöre, dass all dies aber Wahrheit entspricht. Es wirkt so, als würde sie auch aus unserer, wir sind ja aus irgendeiner Welt hierher gekommen, und es wirkt so, als wäre sie auch hier auf dieser Mission gewesen, und entweder ist sie irgendwie von der Mission abgekommen. Achso, die Waffen sind voll. Kann ich hier so Sachen ablegen? Ja. Noch einen Stock würde ich gerne nicht haben. Ja, einfach mal die Fliegenklatsche rausholen. Hier oben. Okay. Wir gehen gleich mal nach oben. Hier war doch noch irgendwie ein Raum, oder? Ach, naja. Nee, es wirkte nur so. Okay, dann schauen wir mal, was hier oben ist. So, erste Ebene. Oh, Blaupause. Ah, okay, man sammelt wahrscheinlich Blaupausen einfach so als universelle Ressource und kann dann selber entscheiden, was man gerne freischalten möchte, ne? Also es wirkt jetzt schon so, oder es wirkt erstmal so, aha, hier oben ist. Okay, bringen wir mal hier hoch. So. So, Assassin's Creed Style. Oh, auf dem Dach ist was. Hinter dem Schornstein. Okay. Ah, okay, das ist quasi unsere Startwelt. Und dann hier haben wir... Ach nein, hier ist der Leuchtturm. Hier sind wir über das Äther gelaufen. Okay. Langsam ergibt sich hier ein bisschen ein Bild. Das sind wahrscheinlich dann hier auch verschiedene Biome mit verschiedenen Ressourcen. Es wirkt zumindest so, okay. So, gibt es Fallschaden? Nö, wirkt jetzt nicht so. So, ich würde aber gerne noch die Insel, glaube ich, befreien von Äther-Sachen. Hier oben war ja, glaube ich, nichts mehr. Doch, hier noch Pflanzen. Auf jeden Fall unten waren noch so Schmock, sage ich mal, so Äther. Oh. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Sehr gut. Da vorne ist noch so ein... So. Wollen wir uns mal hier den Mob... Ja. Ist das? Okay. Ja, wer Elden Ring kennt, die Planche, also Sprungangriff, das war immer das Stärkste. Deswegen war das jetzt so das Erste, was ich hier auch ausprobieren wollte, ob das funktioniert. Und ja, Sprungangriff macht eigentlich 15 und der normale macht ja nur 7 Attack. Also ich glaube, es zahlt sich schon aus, wenn man das, muss man wahrscheinlich dann ein bisschen mit der Zeit. Oh, Überfall. Okay, wir sollten glaube ich zurück. Ist das jetzt ein Raid? Ah, ich hätte gerne noch die Insel befreit von Shit. Aber es kann auch sein, dass es gescriptet ist, ne? Wenn man eine gewisse... Ah. Okay, man kann durchlaufen, aber es ist nicht so geil. Oh. Ist denn die Frage, ob man auch irgendwie... Okay, hier ist... Ah,
Aha, der zerstört mir dann die Sachen auch noch. Okay, der hat Loot fallen lassen. Ja, okay. Geschenk erhalten. Glänzende, was? Glänzenden Löffel, ist das eine Kuriosität? Kann ich das so aufbauen oder ist es dann Schrott? Okay. Bis... Ist die Frage, ob man auch irgendwie Defense aufbauen kann. Okay, damit die mal was zum Essen haben. Du hast es bewiesen, ohne Zweifel, dass du alles, was es braucht, also gut. Hier ist dein nächster Schritt. Du wirst alles hier wieder aufbauen. Hast du da draußen eine Blaupause gefunden? Falls ja, kannst du dich damit ans Bauen machen? Ja, okay, haben wir. Manifestationsfunken. Hier ist ein kleines Geschenk für den Anfang. Benutze diesen Manifestationsfunken, wenn du schnellstens zurück zum Lager musst. Ah, okay, das heißt, ich kann dann quasi Lager und EP-Stufen. Trage deine Lagerstufe. Okay, dann kann ich mehr einlagern. Je höher deine Stufe, umso mehr kannst du bauen. Suche sie in den Wäldern oder erhöhe ihr Alter mit Kristallen. Ah, okay, ich kann sie dann quasi buffen und dann können sie vielleicht mehr. Okay. So, wir haben ja... Sind die Betten eigentlich weg? Bau ein Dorf. Yogaball, Brunnen und Bett. Okay. Achso, wahrscheinlich muss ich hier erstmal wieder den Tisch hinbauen. Kann ich auch mit... Ich würde gerne mit dem Blauen quatschen. Oder dem Blauen. Vielleicht gibt er mir auch... Ja, gibt mir auch Punkten. Und den Grünen nochmal. Einfach so zum... Okay, Stärkung. Ah, okay, dann würde ich die Vampirfähigkeit verlieren. So. Okay, die sind wenigstens am Essen. Aber ich habe eine Blaupause. Es kann sein, dass ich erstmal hier einen aufleveln muss. So, kann... Ja, der gibt mir Sachen. Kristall geben. Auswählen. Ah. Stärkung, da bekomme ich quasi einen Buff von denen. Und hier gebe ich denen was und ich gebe denen jetzt einfach mal Jadesplitter 1. Okay, ich brauche theoretisch 5 Splitter, um den dann hochzubauen. Schauen wir mal bei dem. Aha, den kann ich gar nichts geben. Und wo ist der Blaue?
Kristall geben. Da habe ich auch nur einen. Okay. Geben wir ihm halt einen Splitter. Okay. Ich glaube, wir brauchen erstmal Betten. So. Ich setze die mal wieder hierher. Hier hin. So, die Betten. Und dann gibt es hier noch für Unterhaltung. So. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob durch den Angriff wir die Sachen verloren haben oder ob die dann einfach kaputt gehen mit der Zeit. Aber okay, die haben jetzt erstmal ein Bett. Essen haben wir und um die anderen Sachen kümmern wir uns dann gleich. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch Ressourcen. Ich spreche dann auch gleich nochmal mit der Elster. Aber das würde ich dann alles in der nächsten Folge machen. Ich danke fürs Dabeisein. Und in dem, ja, in das erste Let's Play hier von Drake Hollow. Und würde mich freuen, euch in der nächsten Folge dann wiederzusehen. Also bis dann. Servus.